Servus ihr Lieben, heute habe ich einen Gugelhupf der anderen Art, einen Schinken-Gugelhupf. Ich sage euch, der ist eine Zierde für jedes kalte Buffet und er schmeckt ausgezeichnet. Ich zeige euch, wie ich den mache. Der Bergerschinken ist ideal, weil er gefaltet gelegt ist und somit nicht zerreißt, wenn man ihn auseinander nimmt. Ich lege die Gugelhupfform komplett damit aus und mache dann die Fülle. Ich hacke die Kräuter ganz fein und vermische sie mit Topfen und Sauerrahm und würze sie. Das Schlagobers schlage ich leicht cremig an, vermische es mit der Masse, gebe die aufgelöste Gelatine dazu und fülle die Masse in den Schinkengugelhupf. Den decke ich ab und lasse ihn über Nacht im Kühlschrank fest werden. Am nächsten Morgen stürze ich den Gugelhupf aus der Form, garniere ihn. Und dann ist er schon bereit, serviert zu werden.